Ja, Leute, hier live einen Tag vor der Flandern-Rundfahrt haben wir uns eins der schnellsten Räder in der ganzen World Tour und ich würde sagen auch auf dem kompletten Radmarkt geschnappt. Und zwar das S-Works Tarmac SL7 von Niels Pollitt. Niels ist 1,90 Meter groß und fährt das SL7 in der Rahmengröße 61. Und Niels fährt dieses Tarmac mit einem Gewicht von 7,59 Kilogramm. Das haben wir hier gerade ausgemessen mit montiertem Tacho. Da setzt die Bora-Hansgrohe-Mannschaft, genau wie wir bei GCN auf Deutsch, ebenfalls auf den Wahoo. Niels fährt hier den Wahoo Element Bold. Ja, außerdem hatten wir zwei leere Krombacher Flaschen dran und da würde ich sagen, kann sich das Gewicht von 7,59 Kilogramm bei einer Rahmengröße von 61 auf jeden Fall sehen lassen. Ja, jetzt stellen wir euch dieses Schmuckstück hier mal nach und nach vor und da würde ich sagen, beginnen wir mit den Laufrädern. Hier haben wir natürlich Roval-Laufräder verbaut, die Rapid CLX. Vorne setzt die Mannschaft auf 51 mm Felgen, hinten werden 60 mm Felgen verwendet. Wenn wir bei den Laufrädern schon sind, sollten wir uns auf jeden Fall die Reifen angucken. Denn die sind ja gerade bei der Flandern-Rundfahrt von enormer Wichtigkeit. Und hier setzt die Mannschaft auf die 28 mm Schlauchreifen, ebenfalls den von der Marke S-Works, den S-Works Cotton Turbo. Ich würde sagen, damit hat Niels auf dem Kopfsteinpflaster auf keinen Fall Grip-Probleme und kann auf dem Weg zum deutschen Podiumsplatz auf jeden Fall Vollgas geben. Wenn wir ganz kurz nochmal bei den Laufrädern bleiben, hier müssen wir nochmal auf die Bremsscheiben zu sprechen kommen. Die sind natürlich bei so einem Rennen auch wichtig und deswegen setzt das Team vorne auf 160 mm Dura-Ace hydraulische Scheibenbremsen und hinten auf 140 mm Durchmesser bei den Scheiben. Ja, dann bewegen wir uns vom Laufrad über die Gabel nach vorne zum Lenker und zum Vorbau. Hier fährt Niels den Aerofly 2 Lenker von Specialized, der höchst aerodynamisch ist. Das aerodynamischste Modell auf dem Markt, wenn man den Herstellerangaben Glauben schenken mag. Er fährt hier eine 40 mm Breite, also er hat auf jeden Fall nicht so breite Schultern, kombiniert mit einem 130 mm Vorbau, der natürlich ebenfalls von S-Works kommt. Ja, wenn wir beim Lenker sind, sollten wir auch auf die Sitzlänge von Niels eingehen. Hier fährt der junge Mann aus Hürth eine 65 cm Sitzlänge. Dabei hat er 17 cm Überhöhung, das heißt zwischen dem Sattel und hier vorne dem Lenker. Und wenn wir schon bei den ganzen Zahlen sind, können wir auch gerade noch die Sitzhöhe von Niels, der mit seinen 1,90 Meter eine Sitzhöhe von 84 bis 85 cm, so ganz genau haben wir das jetzt hier in der Hitze des Gefechtes nicht ausmessen können. Ja, vom Lenker noch mal ganz kurz hier auf die Spacer, die Niels fährt, eingegangen. Er fährt hier einen großen Spacer und zwei kleine Spacer, damit der Rücken auf dem Kopfsteinpflaster dann auch nicht ganz so weh tut. So, vom Lenker gehen wir runter zum Antrieb des Rades. Hier setzt die Mannschaft von Ralf Denk komplett auf Dura-Ace Di2-Komponenten. Das heißt Dura-Ace Di2-Schaltwerk, natürlich der Umwerfer Di2 und dann hier die Kurbel. Hier fährt Niels ganz normal 53-39 und bei der Kassette hinten 11 bis 28 von der Abstufung her. Ja, bei der Kurbel sollten wir auf jeden Fall auch noch auf das Powermeter-System eingehen. Das kommt ebenfalls von Shimano und da kann Niels dann seine schönen 500 bis 600 Watt den Paterberg raufdrücken. Ganz kurz noch zur Kurbel, ebenfalls werden Dura-Ace Pedale verwendet. Ja, wenn wir dann vom Antrieb nach oben wandern, einmal über die ebenfalls von S-Works kommende Sattelstütze mit 20 mm Seatback, enden wir hier oben beim Sattel und hier bettet Niels seinen Hintern auf einen S-Works Body Geometry Power Vollcarbon Sattel und ich denke, da sollte der Hintern auch nach einem Rennen wie Paris-Roubaix nicht wund sein. Ja, also ich bin wirklich ziemlich begeistert von dem Rad. Ich würde es mir am liebsten gleich mitnehmen und dann mit nach Hause fahren. Leider gucken mich die Mechaniker da hinten schon ein bisschen an. Das heißt, ich muss das gute Stück jetzt gleich zurückgeben. Ich hoffe, euch hat die Radvorstellung genauso viel Freude bereitet wie mir. Und wir drücken natürlich Niels die Daumen, dass das morgen was wird bei der Flandern-Rundfahrt mit dem deutschen Podium. In diesem Sinne, Leute, Kanal folgen, Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.